Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich bin Jibril und ich reagiere heute zu einem Video, welches heißt: Wie sieht Allah aus? Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in das Video. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3 und let's go! Du wirst vielleicht deinen Schöpfer sehen, so wie du den Mond sehen kannst. Du wirst vielleicht deinen Schöpfer sehen. Wir Menschen haben jetzt diesen Vergleich. Wir können den Mond sehen, so wie wir vielleicht unseren Schöpfer sehen können. Lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. Du wirst vielleicht deinen Schöpfer sehen, so wie du den Mond sehen kannst. Niemand wird sich zur Wehr setzen. Niemand wird streiten, um ihn zu sehen. Jeder wird in der Lage sein, ihn subhanahu wa ta'ala sehen zu dürfen. Der größte Segen im Paradies ist nicht Jannah. Der größte Segen im Paradies ist nicht das ewige Leben. Vielmehr ist es etwas Größeres als das Paradies selbst. Allah, der Erhabene, spricht im Koran: Denen, die Gutes tun, sie sollen Al-Husna bekommen und noch mehr. Weder Dunkel noch Schmach soll ihr Antlitz bedecken. Sie sind die Bewohner des Himmels, darin werden sie ewig weilen. Was kann mehr als das Paradies bedeuten? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Aussage erläutert. Er sprach: Wenn die Bewohner des Paradieses in das Paradies eintreten, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie fragen: O meine Diener, seid ihr glücklich? Die Bewohner des Paradieses werden sagen: O mein Herr, ja, sind wir. Daraufhin wird Allah ta'ala sagen: Gibt es etwas anderes, was du noch begehrst? Die Menschen in Jannah werden Folgendes erwidern: Was anderes könnten wir mehr begehren als das hier? Du warst die Ursache für unser Sein im Paradies. Wir können uns nichts Besseres vorstellen als das. Dann sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Dann wird Allah ta'ala den Schleier fallen lassen. Dann werden die Menschen ihn Alhamdulillah. Es wird es nichts Besseres geben als das. Es wird nichts Edleres für sie geben, als Allah ta'ala ins Antlitz zu schauen. Das ist die Ziyada, wovon der heilige Koran spricht. Das ist, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach. Und das ist es auch, was besser ist als Jannah. So spornt uns der Islam an, Jannah zu erreichen und damit einhergehend das Antlitz Allah Azza wa Jal zu sehen. So spricht er an anderer Stelle: Ihr werdet zu euren Verwandten gut sein. Ihr werdet geduldig sein. Sie werden geduldig sein, um das Antlitz Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Weiterhin berichtet uns der Koran, dass wenn wir dann endlich das Antlitz Allahs sehen, unsere Gesichter strahlen und leuchten werden. Wir kennen all diese Verse. Am Tage werden die Gesichter strahlend leuchten, weil sie ihren Schöpfer betrachten werden. Dieser Vers verdeutlicht, dass wir auf das Antlitz Allahs schauen werden, welches der größte Segen sein wird, der uns erwarten wird. Das Antlitz wird beschrieben als Dhul Jalali wal Ikram. Das Antlitz ist also Jalal, so wird es beschrieben. Jalal bedeutet großartig, prächtig oder herrlich. Und was bedeutet Ikram? Ikram bedeutet edel oder vornehm. Das Antlitz Allahs ist das Antlitz der Ehre und der Exzellenz. Aber wieso? Weil es eine Ehre darstellt, welche nicht jedem zuteil wird. Nicht jeder darf das Antlitz Allahs sehen. Überlegt mal, diese Ehre wird nicht jedem zuteil. Das kann man sich nicht erkaufen oder einfach nehmen. Diese Ehre wird nur Muslimen erwiesen. Dieses Glück gebührt also einzig und allein im Jenseits. Musa a.s. hat Allah subhanahu wa ta'ala darüber befragt, ob er sein Antlitz sehen darf. Allah ta'ala sagte ihm, dass er die Kraft dazu nicht habe. Das bedeutet, wir alle haben nicht die Kraft bzw. die Fähigkeit dazu. Diese Fähigkeit bekommen wir nur in der Akhira. In einem bekannten Sahih-Hadith von Abu Dharr al-Ghifari, der von Muslim tradiert wurde, heißt es hierzu: Nach der Nachtreise, als der Prophet a.s. ins Paradies flog, kam er in einen Ort, der weitaus höher lag als die Orte, die Jibril a.s. jemals betreten durfte. Jibril a.s. brachte ihn hoch und sagte zu ihm: Ich kann nicht weiter, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Also flog der Prophet a.s. alleine weiter hoch, höher als je ein Geschöpf Allahs jemals gewesen ist. Als er dann wieder hinunterkam, fragte ihn der Überlieferer des Hadith: Ja, Rasulallah, hast du unseren Herrn gesehen? Unser Prophet antwortet: Überall war Licht. Wie hätte ich ihn sehen sollen? Über welches Licht spricht Rasulallah?
Dazu sagt er in einem anderen Hadith. Dort heißt es, Allah Azza wa Jal nahm sich einen Vorhang. Einen Vorhang aus Licht. Allah nahm sich einen Vorhang. Wofür braucht man eigentlich einen Vorhang? Der Vorhang ist in unserer Realität etwas, um das Schöne zu bedecken. Er schützt und bedeckt die Schönheit. Doch Allah Azza wa Jal in einem Vorhang ist an sich schon pure Schönheit. Aber die Vorstellung dessen, was darunter ist, geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus. In unserer Realität existiert nichts Vergleichbares. Dieses Ausmaß an Schönheit können wir mit unseren Sinnen gar nicht begreifen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte also, Allahs Vorhang ist aus Licht. Wenn er subhanahu wa ta'ala den Vorhang aufheben würde, würde das Licht aus Allahs Antlitz alles verblassen lassen. Allahs Vorhang ist daher ein Segen für die Geschöpfe. Er hat sich vor dieser Dunya verschleiert und damit auch vor uns. Und was ist dieser Vorhang? Der Vorhang ist das pure Licht. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Reise zum höchstmöglichen Punkt für ein Geschöpf bereiste, weiter noch als Jibril alaihi salam je durfte, dann hat er mit all dem Licht den Schleier von Allah azza wa jal gesehen. Darum antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Abu Dharr ihn fragte, hast du Allah gesehen? Mit den Worten, Nur ala Nur. Es war überall Licht. Meine lieben Geschwister, ein ganz schönes Video, welches beschreibt, wie Allah aussieht, mit ein paar Eigenschaften, die aufgezählt wurden. Es gibt natürlich noch viele mehr, wie zum Beispiel der Allwissende, der Allhörende, der Erschaffer und noch viele, viele weitere. Und an alle Menschen, die jetzt zu Hause bleiben müssen wegen dem Coronavirus, betrachtet es nicht in einer negativen Perspektive, sondern zieht das Positive raus. Bleibt zu Hause, liest ein paar Bücher, macht euch schlau, nutzt diese Zeit produktiv und kreativ, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch wirklich mal zu informieren. Ihr habt jetzt Zeit und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Geduld zu üben. Geduld zu üben in vielen Dingen. Nehmt euch wirklich einfach mal ein Buch, das euch interessiert und fangt einfach mal an zu lesen. Ein Tipp von mir. Ihr habt jetzt genügend Zeit, ihr habt keine Ausrede, meine lieben Geschwister. Nehmt ein Buch in die Hand und fangt endlich an zu lesen. Ihr habt jetzt die Chance und verpasst sie nicht. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reacten soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah ansehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.